So, Hallihallöchen, Hänsepeter hier. Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Mir ist gerade mein Spiel abgestürzt. Also ich bin schon 4 Minuten in der Mission gewesen. Nichtsdestotrotz, es gibt ja Speicherstände. Einmal kurz, was ich offscreen noch gemacht habe. Ich habe alle nervigen Dinge, die wir schon gemacht haben, aus den... also die Icons habe ich unsichtbar gemacht. Ja, dass hier nicht die Personen in Not angezeigt werden oder die 24 bewachten Schätze. Ja, dass wir hier so eine aufgeräumte Karte haben. Ja, und da haben wir echt nicht mehr viel zu erledigen. Jetzt geht's aber erstmal los. Wie versprochen, ich werde es nicht weiter nach hinten zögern. Ein tödlicher Plan. Da haben wir auch gleich den Kontaktmann hier. Ich suche Gregor. Du hast ihn gefunden. Wer bist du? Geralt von Riva. Dijkstra schickt mich. Ich habe dich erwartet. Gehen wir eine Runde. Du hast deinen Wachposten aber hübsch dekoriert. Auf Befehl unseres barmherzigen und gnädigen Herrschers, des guten Königs. Was haben sie verbrochen? Der Rechte ist ein Weideler aus einem Dorf in der Nähe. Hat jemandem den falschen Rat gegeben. Die Freunde des Mannes haben ihn verraten. Und der Links wurde von seinem Nachbarn in dessen Groll der Hexerei bezichtigt. Nur Menschen, die sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Nicht Radovids Fehler. Und wer macht die Gesetze, durch die Leute für solche Verbrechen gehängt werden? Gut, er mag ihn nicht. Verachtest du den König etwa? Ja. Kommen wir zum Geschäftlichen. Reden wir. Ich nehme an, du weißt, warum ich hier bin? Es geht wohl um unseren Freund, den Schuster. Er ist auf dem Weg nach draußen hier durchgekommen, ist noch nicht wieder zurück. Gestern hat eine Patrouille einen verlassenen Karren abseits der Straße gesehen. Ich wollte nachsehen, ob es seiner ist, aber ich konnte hier nicht weg. Danke. Darauf lässt sich aufbauen. Leb wohl. Ja, das war schon. Hast du einen Passierschein? Ohne kommst du nicht wieder zurück. Wir haben so circa 8 für den Teil. Gut. Viel Glück. Danke. Bis dann. So, oh mein Gott, ich weiß sogar, wo der Karren ist. Als hätte ich die 5 Minuten schon mal gespielt. So. Achtung, Entschuldigung, darf ich mal durch. Achtung, aus dem Weg. Tschüss, aus dem... Achtung. Die Kinder haben mich schon im letzten Part blockiert. Das gibt's doch nicht. So. Also bei der letzten Aufnahme. So, Achtung, Obacht, aus dem Weg. Wir laufen jetzt wieder Richtung Süden. Und zwar zu dem Gebiet, wo wir gestartet haben. Hier war unser Startpunkt in dem Gebiet vor 145 Parts. Leck mich fett, sind wir hier lange. Und wir werden auch noch lange hier sein. Und es gibt noch drei weitere Gebiete. Skellige, die Hexerschule und, also Kaer Morhen und dann das DLC-Gebiet. Fuck my life. So, der Karren ist hier. Der Karren sieht intakt aus. Seltsam. Ich muss mich umsehen. Vielleicht finde ich ja was. So, und hier sind Kampfspuren. Und jemand Wölfe. Wurde niedergeschlagen und davon gesucht. Und wir haben ein richtig cooles lilanes Schwert. Das finde ich richtig fancy. So. Hier ist eine Spur was aus. Träger wohl ist. Schuhen. Also. Hänsel und Gretel für Arme. Ich glaube, ich hier liegen einfach tausende von Schuhen. So, hier liegt ein Schuh und hier liegt ein Schuh und hier liegt ein Schuh. Ich kenne das. Ah. So, hier weitere Schuhe. Schuhe. Überall Schuhe. Als ob hier eine Frau durchgegangen wäre, Mann, mit ihren Zalando-Paketen, was ey. Macht der hier? Aber es ist nur ein Felstroll gewesen. Ich finde Felstrolle so knuffig. Die sind so irgendwie voll niedlich. Also dafür, dass sie so eine blutige Fresse haben. Aber die sind eigentlich doch voll die lieben Tiere. Monster. Irgendwas. Dazwischen. Weg, Hexer, du. Schuhe sammeln nicht. Das sehe ich. Ich frag mich nur, woher diese Schuhe stammen. Schuhe hier wachsen. Wie Pilze. Aber Schuhe sind doch keine... Was? Schuhe wachsen nicht auf dem Boden. Weißt du, wer sie hier zurückgelassen hat? Rock nicht reden. Sonst Ärger mit Ock und Pock. Ock und Pock. Sind das deine Freunde? Findergroße, Ock und Pock.
Menschenfinder auf Karren mit Großschuhe. So groß. Hm. Was haben sie mit diesem Menschen gemacht? Ork-Pork-Mann zur Höhle bringen. Dort. Habt ihr ihn gefressen? Nein. Knochenmann, Dünnmann. Bäh. Der hat Steine Ork als Nippel. Mann Schuhe machen. Für Ork, Pork und Rock Schuhe machen. Wofür braucht ihr Schuhe? Was zur Hölle? Brauchst du überhaupt Schuhe? Schuhe an Menschen. Schuhe wollen Ork, Pork und Rock. Große Trolle sein. Wie Menschen. Okay, genug geredet. Bis dann. Jetzt kommen wir gleich zu der Stelle, wo das Spiel bei mir abgeschmiert ist. Ab da ist wieder blind. Und hier in der Höhle, da waren wir mal vor, keine Ahnung, 140 Parts. Und ich erinnere mich sogar, da ist mir eine Sache aufgefallen. Und zwar, ich weiß nicht mehr genau was, aber da hinten war was am Kessel. Wir konnten nicht mit dem interagieren, da war irgendwas. Und jetzt kommt wahrscheinlich die Stelle, also hier ist abgeschmiert. Und jetzt können wir da endlich was machen. Es geht weiter nach 140 Parts. Faszinierend. Taler? Ich hätte es wissen müssen. Niemand sonst hätte den Taler. Der pisst einfach. Geralt! Mensch, das ist ja eine verdammte Ewigkeit her. Wer sein? Ganz ruhig, Ork. Dieser Mistkerl ist ein alter Freund von mir. Freund, Alter, gehen! Sonst wir werfen in Suppe! Ich wäre wirklich nur ein zäher Biss. Das stimmt. Seht ihn euch an, den verdammten Bastard. Nichts als Haut und Knochen. Nun, liebe Trolle, muss ich weiterreisen. Ihr übt, was ich euch beigebracht habe. Nächstes Mal gibt's eine Scheißprüfung. Taler nicht gehen, Taler sitzen. Arsch runter, Taler schwanzen und zerschuhe. Taler Schwanzlutscher. Ich habe keine Zeit mit Trollen zu verhandeln. Geh zur Seite, Taler. Ach so, ich dachte, das war jetzt. Oh Mann, ich wollte gar nicht. Ich wollte auch gar nicht kämpfen. So, was ist gut gegen Alter, die sind halt schon fett tanky. Ich wollte halt eigentlich echt nicht gegen die kämpfen. Aua. Oh, scheiße. Es ist laut. Die Kampfgeräusche sind wieder mal zu laut und die Sprache ist zu leise. Toll, ich kann es gar nicht lauter. Ah! So, verdammter Mistflug, ey. Aua. Ach cool, unser Schwert bringt auch manchmal die Gegner zum Brennen. Das ist praktisch. So, ich wollte die Trolle gar nicht töten, Mann. Jetzt fühle ich mich schlecht. Verfluchte Scheiße. Wir sollten verschwinden. Gut, immerhin kriegen wir geile. Du musstest sie nicht umbringen. Suchst du etwa Lehrlinge? Ich wollte sie gar nicht umbringen. Die? Nicht im Traum. Mit diesen Idioten wäre das Selbstmord. Aber sie waren liebenswerte Idioten. Ich habe keine Zeit für solchen Unsinn. Ach komm, das waren voll die süßen Schuhverliebte. Verliebte Typen. Hm? Ach. Es ist lange her. Berichte. Nilfgaard hat den temerischen Geheimdienst in einer einzigen Scheißnacht zerlegt. Bin gerade so mit dem Leben davon gekommen. Hab meine Sorgen ersäuft, bis meine Liebe Zeta und Mordio geschrien hat. Und was machst du jetzt? Basisarbeit. Rumhängen, beobachten, zuhören, Fragen stellen, neue Agenten anwerben. Und wie geht's, wie steht's? Wie läuft das Leben? Och, ich mach's wie ein Kartoffelkäfer. Ich bin still, halte mich raus und ernähre mich von verfickten Kartoffeln. Ich mag den Typen. Mach's gut. Ja, mach ich die meiste verdammte Zeit über. Danke. Wir dürfen jetzt eskortieren.
Okay, ja, dann komm mal her. Ja, dann komm mal her. Verfick doch mal, lauf! Schlampe, Schwanzlutscher, komm. Meine Pilze. Warte, ist die Höhle jetzt abgeschlossen? Gibt's abgeschlossene Höhlen? Nee, zählt so oder so als Eingang. Gut, wohin muss ich dich jetzt eskortieren? Du redest nicht mit mir, alles klar. Dann rede ich auch nicht mit dir. So, Thaler, Schwertkampf, ha? 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 Okay, dann nicht. Das ist eine sehr stille Mission. Ja. Kommen hier noch Gegner? Wird's irgendwie noch interessant? Nee. Irgendwie nicht. Ja, Mensch, das ist ja spannend hier. Muss ich dich jetzt bis ins Lager bringen, oder was? Danke nochmal, Geralt. Ich komme ab jetzt alleine klar. Und ich werde Roche und Dijkstra berichten, wie du diese dusseligen Schwanzlutscher erledigt hast. Sie werden bestimmt so beeindruckt sein, dass sie sich in die Hosen scheißen. Und was hast du jetzt vor? Wie meinst du das? Zurück nach Novigrad gehen. Dijkstra, Roche und ich müssen unseren Plan in die Tat umsetzen. Ich frage nochmal. Einzelheiten? Vergib mir, Kumpel. Es geht einfach nicht. Wenn's nur nach mir ginge, würde ich alles ausspucken. Du bist vertrauenswürdiger als alle, die ich sonst kenne. Aber ich handle nicht allein. Darum darf ich keine einseitigen Entscheidungen treffen. Mein Mund bleibt zu. Leider. Na gut. Verstehe. Gut, schade. Und wieso bist du jetzt Schuster? Ich kenne dich nicht, aber wieso? Du warst Hehler in Vysima. Wie bist du zum Schuster geworden? Ich habe mir den unauffälligsten Beruf ausgesucht. Die Hehler-Sache, miese Tarnung. Hab zu viele Leute verärgert. Die Aufmerksamkeit konnte ich nicht brauchen. Dann wollte ich Schankwirt werden. Da trifft man viele Leute, die meisten davon Idioten, aber die reden über alles Mögliche. Aber man hängt an einem Ort fest, wie ein alter Köter an der Kette. Immer im selben Hof. Aber ein Schuster kommt rum, ja? Davon kannst du ausgehen. Hab sogar diesen schicken, rollenden Stand gebaut. Sehr schick. Ein Volltreffer. Ich habe damit ein kleines Vermögen gemacht, seit der Krieg angefangen hat. Diese Arschlöcher in Uniform marschieren ohne Unterlass. Weißt du, was passiert, wenn sich ihre Scheißstiefel auflösen? Ihre Füße bluten und werfen Blasen. Kein Soldat, der nicht seine Mutter für ein paar bequeme Kampfstiefel verkaufen würde. Also ein sehr lohnenswertes Business. Raduvit ist ein gewiefter Hund. Gewieft? Oh, ich liebe dieses Wort. Bald wird der ganze Scheiß Norden davon reden, wie er gefickt wurde. Passt auf, dass er nicht auch über drei Attentäter spricht, die gevierteilt wurden. Keine Angst, Geralt. Wir wissen, was wir tun. Leb wohl. Gut. Ah, das war die Quest. Okay, wir haben gar nicht so direkt was mit dem Mord an den König zu tun. Ein Erfahrungspunkt. Herrlich. Ja, dann können wir einen Trank machen. Vollmond. Und verbessertes Ogroidenöl. Und Verfluchtenöl. Schön. Ja, ich glaube, dann setze ich mich mal hier ordentlich hin. Wir haben alle normalen Quests gemacht. Gwind, da muss ich Vernon und Roche machen, aber das mache ich sowieso offscreen.
Dann machen wir uns an die Schatzsuchen. Und dann können wir hoffentlich endlich aus dem Gebiet raus. Außer. Außer. Jetzt kommt durch Vernon und Dijkstra doch noch eine Quest, wie wir den König umbringen oder so. Weil das kann ich mir natürlich auch noch sehr gut vorstellen, dass es hier noch eine Folgequest geben wird. Das kann natürlich irgendwie nicht alles sein. Deswegen würde ich auch lieber erstmal gern kurz noch zu denen hingehen. So, einen von beiden ausgewählt. Die sollten ja beide eh... Ach nee! Ah, die sind an verschiedenen Orten jetzt wieder. Okay. Ein Hexer. Das hat unserer Truppe noch gefehlt. Ja, speicher mal. So. Wo ist... Achso, der ist... Irgendwo da hinten. Meine Kehle ist trocken. Knochen trocken. Wenn das alles vorbei ist, so. Mache ich in Wüsen... Hast du noch was Wichtiges zu sagen? Liefer. Gesund und munter. Und was machst du so außer Königsmordplan? Skoyatel jagen? Du scherzt. Die Skoyatel interessieren keinen mehr. Temerien zählt. Sonst nichts. Deine Stimme ist so robotermäßig. Roche, was ist da? Aber wir haben das schon mit dir geredet. Du hattest mit der Armee natürlich. Als. Gut. Ich spiele Karten gegen ihn und Dijkstra. Aber. Unwichtig. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Hansen Peter. Ciao.